Ja, ihr hört Vorleser auf FSK 93,0 zum Thema Verschwörungstheorien und ich habe es vergessen zu sagen oder ich kann es jetzt mal einstreuen, wer Fragen zur Sendung hat oder noch Anmerkungen hat, kann uns gerne schreiben an vorlese@gmx.de. Und zu Gast ist Sebastian Bartuschek und wir machen jetzt den Sprung aus den USA zurück nach Deutschland und werfen einmal einen genaueren Blick auf die im Augenblick ja sehr populären Reichsbürger. Die Reichsbürger gehen ja davon aus, dass das Deutsche Reich weiter existiert, haben viele lustig anmutende Sachen gemacht, eigene Ausweise gedruckt, eigene Regierung ernannt. Lange Zeit wurde es belächelt und gesagt, das sind einsame Spinner. Die letzte Zeit hat man doch ein Augenmerk darauf bemerkt, nee, das ist nicht ganz so einfach, es sind schon auch gefährliche Menschen. Und sie folgen auch nicht nur komplett völlig abgedrehten Theorien, das natürlich, also das will ich gar nicht relativieren, aber es gab ja, das hast du auch beschrieben, 1973 ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, aus dem sie das ihre Theorie rausziehen, dass das Deutsche Reich nämlich noch fortexistiert, nur halt im Augenblick keine einheitliche Regierung hat und auch nicht mehr territorial das Deutsche Reich von 1937 ist. Wie genau ist denn dieser Urteilsspruch von 73 zu verstehen? Wie und welche Auswirkungen hat er heute? Heute hat er gar keine mehr, das können wir ganz verkürzen machen. Nach den 2 plus 4 Verträgen sind all diese ganzen juristischen Spielereien hinfällig. Damals war es aber insofern wichtig, als dass es ja die Hallstein-Doktrin und den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland gab. Das heißt, die BRD hat ja gesagt, wir sprechen für alle Deutschen, egal auf welchem Territorium sie leben. Das heißt, egal ob die zu dem Zeitpunkt in Polen lebten oder in der sogenannten DDR, man sagte, wir sprechen für alle. Das war natürlich auf die DDR gerichtet und dafür brauchte man jetzt eine juristische Krücke. Und diese juristische Krücke ist eben, man ist nicht Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, sondern man ist das Deutsche Reich und kann daraus eben solche Sachen ableiten, ne, wie den Alleinvertretungsanspruch. Das hatte mich aber auch überrascht, ehrlich gesagt. Man wusste es, aber jetzt im Nachlesen, also es klingt schon eigentümlich, wenn da steht vom Bundesverfassungsgericht, das Deutsche Reich existiert fort, besitzt nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist alleinig, allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe, selbst nicht handlungsfähig. Klingt erstmal aus heutiger Sicht natürlich irgendwo doch ziemlich verrückt, auch dass man sagt, das Deutsche Reich existiert fort. Aber das war, um für die DDR mitsprechen zu können. Ja, genau. Ne? Man hatte damals ja noch, war ja noch weit davon entfernt, miteinander zu definieren, wie wir miteinander umgehen wollen. Und darauf richtete sich das, aber auch auf die Deutschen in den sogenannten ehemaligen Ostgebieten. Ne? Also die Aussöhnung nach Osten, die war damals ja noch nicht geschehen. Das heißt, es gab sehr wohl ja auch noch Leute, die die Meinung vertraten, dass auch diese Gebiete irgendwann wieder, ja, deutsch sein müssten oder man für die Deutschen dort spricht. Und das wurde ja erst unter Brandt dann völlig anders, wie ich finde, völlig zu Recht, dass man da klare Grenzen gezogen hat, ne? Die Reichsbürger, jetzt einen direkten Blick auf die drucken eigene Ausweise, gehen von dem Konstrukt aus, dass das Deutsche Reich weiter existiert. Das ist deren Verschwörungstheorie. Also, dass es das Deutsche Reich weiterhin gibt. Ja, also dass das Deutsche Reich weiterhin gibt, wie gesagt, das ist ja Faktum. Das Problem ist, dass sie die Existenz der BRD nicht anerkennen. Ne? Also das kriegen die halt alle nicht hin, zu akzeptieren, diese BRD ist der demokratisch legitimierte Staat, der auf dem Gebiet des Deutschen Reiches jetzt die aktuelle Ausprägung des Deutschen Reiches ist. Das kriegen die alle nicht geschnallt und das ist deren Verschwörungstheorie. Und was bedient es eigentlich genau? Ist das, das habe ich bei der Beschäftigung damit auch noch nicht so 100% verstanden, weil das ja doch nicht der klassische faschistische Gedankengang ist. Wir wollen ein großdeutsches Reich auf Expansion gerichtet, sondern es ist irgendwie auf dieses Konstrukt, was ja auch immer über die Jahrzehnte aktuell war. Wir wollen das in den Grenzen von 37 wieder haben. Was genau ist denn der Wunsch eigentlich? Ist es der Wunsch nach einem faschistischen Staat oder? Es gibt keinen einheitlichen Wunsch in der Reichsbürgerszene. Es gibt keine Positivvision in dem Sinne, dass sie etwas
positiv nicht im Sinne von gut zu bewerten, sondern im Sinne von etwas erschaffen wollend. Der Kern der Reichsbürgerbewegung ist, gegen das Bestehende sein zu können und das mit vermeintlich juristischem Recht. Und es ist irgendwo so eine fast schon Heilserwartung, wenn erst einmal das, was jetzt gar nicht wirklich besteht, hinweggefegt ist, dann wird alles gut. Was immer das heißen mag, da gehen die sehr auseinander. Es gibt wenige, die aber eben, die es auch gibt, die die Einsetzung eines Kaisers fordern. Es gibt andere, die eher ja, so ein faschistoides System wollen. Eigentlich niemand, den ich so erlebt habe, tritt offen in diesem Bereich für nationalsozialistische Staatenideen ein. Aber im Kern sind sie dann eben doch alle antidemokratisch. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der Reichsbürger ist, der sagt, weißt du was, wir wollen anknüpfen an die Tradition von Weimar. Ne? So. Genau, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ne? Habe ich noch nie gehört. Vielleicht habe ich zu wenige gehört, aber für mich passt das nicht. Man sucht eine durch juristische Spitzfindigkeiten begründet, warum das Unrecht, das man vermeintlich selbst widerfährt, auch tatsächlich ein größeres Unrecht ist und will dagegen kämpfen. Es ist doch bei einigen auch das mit dem Vorwurf verbunden, dass wir eigentlich kein Staat sind, sondern eine GmbH, weil wir so Personalausweise haben. Ist da auch was dran? Gibt es da ernsthafte Vertreter? Also natürlich, ernsthafte Vertreter gibt es total. Ja, aber, das wollte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die Theorie ist, also es gibt eine BRD-GmbH, die hat einen Geschäftsführer, das ist eine hundertprozentige Tochter des Bundesfinanzministeriums und die verwaltet beispielsweise die Bundesschatzbriefe. Und damit das alles schneller geht mit diesen Bundesschatzbriefen, macht das eben nicht ein Ministerium, sondern eine GmbH. Das ist die Geschichte hinter der BRD-GmbH. Die gibt es also, die ist dotiert oder notiert, ich weiß nicht genau, wie das bei GmbHs ist, in Frankfurt. Und ja, unsere Personalausweise heißen Personal und nicht, wie es früher hieß, Personenausweise. Ich sehe darin, und viele Historiker geben mir da recht, einen Bruch in der mit der Kontinuität des Dritten Reiches. Das haben wir in vielen Bereichen, dass Begriffe bewusst nicht fortgeführt wurden aus dem Dritten Reich und deswegen heißen die Dinge halt statt Personenausweis, Personalausweis. Das sind die wahren Fakten hinter dieser Verschwörungstheorie. Nun sind sie jetzt gefährlicher geworden. Eine lange Zeit hat man, was ich gerade schon sagte, irgendwie hat man die so als Spinner abgetan. Warum haben die jetzt eigentlich so eine Relevanz angenommen? Und ist es so, trügt der Eindruck, dass es mehr geworden sind oder ist es jetzt einfach nur der Fokus drauf, dass man wirklich genauer hinguckt und sie medial unglaublich präsent sind? Also ich warne seit knapp 5 Jahren vor Reichsbürgern und habe da auch schon gesagt, es wird Anschläge und Gewalttaten geben. Das ist eine absehbare Entwicklung gewesen mit einer Radikalisierung der Szene, mit Geld, das in dem Bereich auch floss. Und ja, in den letzten Jahren hat sich das auch deswegen zugespitzt, weil es gesellschaftlich anerkannter wurde, über solche Sachen wie Pegida oder die AfD, die den Anschluss ja auch zu Reichsbürgern gesucht hat. Man hat prominente Reichsbürger wie Xavier Naidoo, lässt man nach wie vor agieren. Und ich habe immer gesagt, das Problem bei Reichsbürgern ist, die sehen sich oft als auswegslos, aber in der Defensive und berechtigt zum Widerstand mit der Waffe. Ja, und genau das passiert und meiner Meinung nach wird das auch weiter zunehmen und man hat aus Verfassungsschutzsicht lange aus meiner Sicht gepennt, zum einen, weil die zentrale Organisation fehlte und zum anderen, weil es eben zu verschwurbelt erschien. Ja, die Frage nach dem, wer das ist, ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten, weil ich mich da immer frage, ja, es gibt so Sachen, die irgendwo noch naheliegend sind, mit dem eigenen Alter verbunden. Hier würde ich mir jetzt so vorstellen, das sind Leute, die schwer enttäuscht sind von irgendetwas. Das kann ich nicht ermessen. Also es muss ja eine schwere Enttäuschung sein innerhalb dieses Systems, dass man auf so einen abwegigen Gedanken kommt. Genau, also das ist das, was eines der wenigen einenden Elemente der Reichsbürger ist, die ich kenne und was auch die Forschung über Verschwörungstheoretiker sagt, das sind Menschen, die geringe Selbstwirksamkeit erlebt haben und meiner Erfahrung nach, gerade bei den Reichsbürgern, oft persönliche Brüche in irgendeiner Art und Weise
um dann auf einmal in Widerstand gegen das System gehen zu wollen. Es ist ja auch verlockend, wenn man sich so seine eigene Uniform schneidern kann und sich dann selbst als Reichskanzler titulieren kann. Was die Wobei, wenigsten tun. Also ja. ne, das würde man erwarten. Das tun die wenigsten. Die meisten glauben, irgend so etwas wie bürgerlichen Widerstand gegen die da oben leisten zu müssen. Also damit sind Sie dann ja schon ziemlich deckungsgleich mit Pegida und den Bewegungen, die sich da in dem Bereich tummeln. Genau. Das ist so ein, was du gesagt hast, ja auch was so ein Hauptmerkmal ist, dagegen zu sein. Das ist, erlebe ich, das erlebt man bei AfD und Pegida ja auch. Genau. Ja, wir sind schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Sebastian, zum Thema Reichsbürger hast du ja auch gerade oder relativ aktuell ein Buch veröffentlicht. Genau, ein kleines E-Book, das eine Zusammenfassung von verschiedenen Artikeln zu dem Thema ist. Das heißt Bürgerlicher Rechtsterrorismus, die Galgen hoch, die Reihen fest geschlossen und ist bei Amazon für nur 2,99 € erwerbbar. Okay, das ist ja ein überschaubarer Preis. Kommen wir zum Ende der Sendung noch einmal zu einem Aspekt, der mir auch noch mal auf der Seele lag. Du hast dort auch in den 95 Verschwörungstheorien die Verschwörungstheorie auf mit reingenommen, dass die RAF-Gefangenen in Stammheim ermordet worden sind und auch später dann in den 90er Jahren Wolfgang Grams in Bad Kleinen, dass das eine Exekution gewesen ist. Bleiben wir mal bei dem einen. Bei dieser Mordnacht oder Selbstmordnacht in Stammheim. Da beschreibst du das ja als Verschwörungstheorie, die von der Linken kolportiert wurde, dass die RAF-Gefangenen, die damals in Stammheim einsaßen, in Isolationshaft kollektiven Selbstmord begangen haben. Dazu gibt es eine andere Sichtweise, die unter anderem von einer überlebenden Gefangenen von Irmgard Möller unterstützt wurde. Wie genau bist du dazu gekommen, das eindeutig in eine Verschwörungstheorie einzuordnen? Man muss dafür kurz erwähnen, dass ich in der Diss nicht sage, dass alle Verschwörungstheorien falsch sind, sondern das Kriterium, das ich anlege, ist, es ist die Meinung gegen eine offizielle Stelle. Das vielleicht mal ganz kurz. Das heißt, ich sage in der Diss jetzt nicht, dass das Unsinn sein muss, wobei ich das gerade bei der Stammheim-Sache persönlich glaube, weil die Faktenlage, soweit ich sie beurteilen kann, erdrückend ist, dafür, dass es tatsächlich in Anführungsstrichen schlicht ein Selbstmord war. Und man ist dem ja auch sehr genau nachgegangen. Also es ist jetzt nicht so, als hätte man nie versucht, das Ganze aufzuarbeiten. Und außer dem Augenzeugen oder das, was du ja gerade gesagt hast von der Überlebenden, gibt es schlicht nichts, was kriminalistisch dafür sprechen würde. Und das Interview, was Irmgard Möller in den 90er Jahren gegeben hat mit der Oliver Tollmann zusammen, das hat bei mir auch so den Eindruck hinterlassen, dass es nicht stichhaltig, eindeutig klar war, gesagt, ja, das war ein Mordanschlag auf uns aus. Sie drückt sich da etwas verklausuliert aus, wobei ich da auch immer dachte, das liegt natürlich auch an der Angst vor strafrechtlicher Verfolgung vielleicht, weil das ja lange Zeit, ich weiß gar nicht, da will ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, ob es ein Straftatbestand war, das weiß ich nicht, aber das öffentliche Kundtun zu sagen, das war ein staatlicher Mord, war ja lange Zeit auch nicht so offen debattierbar, offen äußerbar. Das weiß ich wiederum gar nicht so genau, weil ich nicht aus einem linken Umfeld komme. Insofern da die Diskussion nicht wirklich kenne und auch dafür zu jung bin. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, welchen Straftatbestand es erfüllen soll, wenn ich sage, das war der Staat. Also solange ich nicht sage, das war Herr XY, ist es ja völlig legitim. Und auch da stellt sich mir natürlich so im Nachhinein die Hauptfrage, die ich mir mal gestellt habe, ist, was hätte man denn davon gehabt? Also du kannst ja nie so sicher Märtyrer erzeugen wie mit einem solchen Mord. Kann man da als BRD ein Interesse dran gehabt haben? Das habe ich nie verstanden. Aber das muss ich auch nicht verstehen. Ja, aber an dem Punkt nochmal, also da gibt es natürlich auch diese widerstreitende Meinung und ich erinnere mich auch dunkel, dass es so ein internationales Untersuchungstribunal gegeben hat, was aber auch wiederum von Linken eingesetzt worden ist mit internationaler Beteiligung, die auch Ungereimtheiten aufgedeckt haben und gesagt haben, nee, es gab keine Absprache zum Selbstmord. Man wird es wahrscheinlich nicht 100%, wie bei vielen Sachen, nicht aufdröseln können. Was mir an dem Punkt aber nochmal deutlich geworden ist, dass für mich nicht klar ist, wo so die Trennlinie verläuft. Wenn man im
jetzt fürchterliche Angst hat vor Verschwörungstheorien, die wie in der Tat ja auch wie Pilze aus dem Boden schießen, dann kann es ja im schlechtesten Fall so sein, dass man eine berechtigte oder fundamentale Kritik als Verschwörungstheorie darstellt und sich selbst diese fundamentale Kritik verbietet dadurch. Ist da eine Gefahr oder bin ich dazu übersensibel? Das höre ich öfter. Das liegt dann ja an jedem Einzelnen. Also nach dem Putschversuch in der Türkei habe ich mich auf einmal im Lager derjenigen kurzzeitig wiedergefunden, die dann als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurden. Die entscheidende Frage für mich ist, bin ich oder können wir in Diskurs einsteigen oder nicht? Und wenn man das von beiden Seiten blockt aus unterschiedlichen Gründen, dann ist es kein gutes Zeichen. Also Sachen müssen diskutierbar bleiben, solange die Fakten nicht klar sind. Also ich brauche nicht mehr über die Existenz des Holocaust zu debattieren, das ist klar. Aber wenn etwas Neues passiert, dann muss es diskutierbar bleiben und dann ist es mir auch erst einmal egal, wie andere das labeln. Und ich halte das immer für so ein Pseudo-Argument, nach dem Motto, das ist ein Kampfbegriff. Das ist so, wie wenn Leute mir sagen, worüber sie alles nicht reden dürfen angeblich. Und de facto aber über nichts anderes reden, als über das, worüber sie nicht reden dürfen. Das verfängt, finde ich, nicht so wirklich. Nein, es wäre nur schade, das habe ich jetzt nochmal gedacht, das erfasst mich ja auch, weil man zunehmend merkt, dass Menschen so abdriften in Richtung Verschwörungstheorie und frage mich dann selbst auch dieser Gedanke, dass ich sehe, es gibt Ungerechtigkeit in der Welt, die auch definierbar ist und in Teilen wahrscheinlich auch änderbar. Und das möchte ich mir eigentlich gerne bewahren oder finde das auch richtig, weiterhin fundamentale Kritik an Wirtschaftsmodell zu stellen, ohne natürlich dabei zu landen, zu sagen, dass, aber für das Böse hier sind 300 Leute zuständig. Und das geht natürlich gerade oft in diese Richtung, aber trotzdem ist am Kern einer Kritik ja auch was Wahres dran. Kann etwas Wahres dran sein? Das ist das, was man miteinander verhandeln muss. Es gibt natürlich da draußen Verschwörungen. Es ist völlig legitim, dem nachzugehen. Entscheidend ist, dass man in beide Richtungen der Widerlegung offen ist. Und dann ja, sind viele dieser Probleme eigentlich aufgelöst. Ne? Sebastian, in Anbetracht der Zeit müssen wir jetzt leider Stopp machen. Wir haben nur einen Bruchteil der 95 geschafft. Ich möchte dir an der Stelle nochmal ganz herzlich danken, dass du heute zu Gast hier in der Sendung warst und wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Aufklären von Verschwörungstheorien oder beim Finden der Wahrheit. Ja, vielen Dank und es war mir eine Freude. Ja, schönen Abend. Ebenso, tschüss. Tschö. Ja, und wir sind jetzt definitiv am Ende der Sendung Vorleser angelangt. In der nächsten Sendung ist Thomas Kunst zu Gast. Er hat eine Ceausescu-Biografie schon vor über 15 Jahren, auch noch länger geschrieben, die jetzt gerade in der vierten Auflage erschienen ist und wie ich finde, ein unglaublich spannendes Buch ist, weil es noch einmal einen Blick auf Rumänien wirft, was jetzt gerade wieder aktuell in den Medien hochgekocht ist, aber sonst oft so ein Randdasein in Europa führt. Dabei ist es ein wunderschönes Land, aber auch mit einer unglaublich faszinierenden, aber auch brutalen Geschichte. Und ich freue mich, dass Thomas Kunze dann hier ausführlich zu seinem Buch Stellung und Rede und Antwort stehen wird. Ich wünsche euch einen schönen Abend und freue mich, wenn ihr am dritten Mittwoch im Monat wieder einschaltet in die Sendung Vorlese auf FSK 93,0. Tschüss!